4a. Der Nussbaum und die Birke. Einer der Briefe, die ich bei der Rückkehr von der Amerikareise meiner vermeintlich letzten vorfand, enthielt die Nachricht vom Tode des Dichters Georg von der Wring. Viele Jahre hatte ich nichts mehr von ihm gehört. Ich hatte kaum noch an ihn gedacht. Doch nun brachte diese Todesnachricht mir unversehens eine gleichfalls schon fast vergessene, mehr als 30 Jahre zurückliegende Geschichte von frischem ins Gedächtnis. Sie hatte zu tun mit der Geburt unseres Sohnes Thomas, dessen letzten Arbeitsplatz in der Universität Berkeley wir vor ein paar Wochen erst besucht hatten. Im ersten Bande meiner Aufzeichnungen habe ich davon berichtet, wie ich im Sommer 1936 mit meinem jüngeren Bruder nach Süddeutschland geradelt bin und in einem dörflichen Pfarrhaus in der Nähe von Ulm Albrecht Goos aufgesucht habe. In einem ersten Kontakt waren wir auf etwas kuriose Weise fast aneinander geraten. Im Begriff, meine frühen Schriften über die Tapferkeit und über die Hoffnung in der Zeitschrift Eckart anzuzeigen, hatte der mir völlig unbekannte Rezensent, ein Albrecht Goos, den Leipziger Hickner Verlag um eine nähere Auskunft über die Person des Autors, also über mich, gebeten. Auf diese vom Verlag an mich weitergegebene Anfrage hatte ich dann eine etwas ungebührlich kurz angebundene, westfälisch knappe Auskunft von 3, 4 Zeilen an den wissbegierigen Schwaben geschickt. Einige Jahrzehnte später hatte mir diese anscheinend als Kuriosität aufbewahrte Postkarte als Anlage zu einem freundschaftlichen Geburtstagsbrief zurückgeschickt. Zu einer Freundschaft auf den ersten Blick geriet nämlich in der Tat unsere erste persönliche Begegnung im Sommer 1936. Vor allem konnten wir kaum damit zu Ende kommen, einander die am meisten geliebten Gedichte zu nennen und zu rühmen, und wie sich dann zeigte, waren viele davon uns beiden gleichermaßen bekannt. Mir allerdings ging noch ein bestimmtes Gedicht durch den Sinn, das zu nennen ich ein wenig zögerte. So ausnehmend gut, dachte ich, war es vielleicht doch nicht, dass mein kundiger und kritischer Gastgeber es in seine private Anthologie hätte aufnehmen mögen. Ich sagte ihm das auch und fügte fast entschuldigend hinzu, für meine Frau jedenfalls hätten diese Verse seit der Geburt unseres Sohnes Thomas eine besondere Bedeutung erlangt. Doch als ich dann den Dichter nannte, Georg von der Wring, und den Titel des Gedichtes Der Nussbaum, schlug Albrecht Goos lachend auf den Tisch. Dies Gedicht kenne ich sogar besonders gut. Und auch der Dichter, der in Stuttgart wohne, sei ihm wohl bekannt. Er habe das Nussbaumgedicht in einem Zuge niedergeschrieben, als ihm nach langer Zeit ein Sohn geboren worden sei. Und zufällig habe ein gewisser, sehr junger Pfarrer, nämlich er selbst, jenen Knaben getauft. Natürlich hatte ich die Verse im Kopf, und als ich sie rezitierte, sprach Albert Goos einzelne Zeilen, die letzte völlig sicher mit. Als deine Mutter dich gebar, rauschte ein Baum und sagte wahr, ein Nussbaum, der vom Fenster stand, bewegte seine Blätterhand und legte vor deinen kleinen Leib 3 blanke Nüsse, die waren reif. Darob in dieser grünen Stund aufsprang dein kleiner Singemund. Dieses Gedicht hatte ich meiner Frau einige Wochen vor der Geburt unseres ersten Kindes vorgelesen, und sie hatte es sogleich als etwas, das sie völlig selbstverständlich auf sich selber bezog, in Besitz genommen und insgeheim auswendig gelernt. Nach unerwartet langwierigen und schmerzhaften Geburtswehen kam dann Thomas zur Welt, und während jener schlimmen Tage und vor allem des Nachts, so bekam ich es später erzählt, hat sie die Verse mehrmals vor sich hingesprochen, wenn sie allein war. Die Hebamme sei nämlich immer wieder hinausgelaufen, um nur ja nicht den aus New York übertragenen Radiobericht vom Boxkampf Max Schmeling gegen den noch nie bezwungenen Schwarzen Joe Louis zu versäumen, wovon sie dann stets aufgeregt berichtete. Ein einziges Mal habe ich solche Abwesenheit genutzt und durch die halb geöffnete Tür einen kaum messbaren Augenblick lang die leidende Eheliebste voller hilflosen Mitgefühls angeblickt. Jahre danach erst hat sie mir gestanden, wie schrecklich ihr dies gewesen sei. Inzwischen haben sich, wie man weiß, in diesem Punkte die Bräuche und auch die Wunschvorstellungen für meine Generation schwer begreiflich radikal verändert. Unsere Enkelkinder haben allesamt in Anwesenheit ihrer Väter das Licht der Welt erblickt. An jenem unvergesslichen Sommernachmittag schlug Albrecht Goos spontan vor, dem Freunde Georg von der Wring einen Brief zu schreiben und ihm von diesem seltsamen Zusammentreffen zu berichten.
In einem Postskriptum fügte ich noch die Frage hinzu, ob ich für meine Frau die Verse vom Nussbaum in der Handschrift des Dichters erbitten dürfe. Als ich nach Hause kam, lag ein Brief von Georg von der Fring mit dem handgeschriebenen Gedicht darin bereits auf dem Tisch. Nun also war der Dichter, fast 79 Jahre alt, gestorben, am 1. März 1968. Die Zeitgenossen hatten ihn fast vergessen, obwohl er, Jahre vor den erfolgreichen Kriegsbüchern von Erich Maria Remarque und Ludwig Renn, vielleicht war es noch zu früh, den Roman »Soldat suchen«, den ersten dichterisch bedeutenden Bericht aus dem Ersten Weltkrieg, veröffentlicht hat. Aus dem umfangreichen Nachruf, worin Willem E. Süßkind ihn überzeugend als den dichterischsten und insofern unentbehrlichsten deutschen Lyriker der letzten Jahrzehnte rühmt, habe ich viel später erst von dem erschreckenden, nie aufgeklärten Faktum erfahren, dass der tote Georg von der Wring bei einer Übung von Pionieren aus der Isar geborgen worden ist. Sein Gesicht, so hieß es da, habe nach dem Zeugnis einiger Freunde kühn und trotzig ausgesehen. Genauso habe ich ihn in Erinnerung, als wir einander zum einzigen Male begegneten. Es mag in den späten 50er Jahren gewesen sein. Ich hatte in München im Newman-Haus einen Vortrag zu halten. Damals gab es aus solchem Anlass noch überfüllte Säle. Man trug gerade Stühle herbei. Ich stand wartend auf dem Flur, als Georg von der Wring überraschend auf mich zukam, seinen Namen nannte, meine Hand ergriff und sehr eindringlich, mit kühnem und trotzigem, aber auch etwas gequältem Gesicht zu mir sprach. Doch blieben seine Worte in der Unruhe rundherum mir nahezu unverständlich. Doch dann verabschiedete er sich unerwartet rasch und unvermittelt, doch ging er nicht in den Saal. Vielleicht schreckte ihn das Gedränge, vielleicht aber hatte er auch nur mich begrüßen wollen. Einigermaßen verwundert sah ich ihm nach. Jetzt, da ich dies in der Pfingstwoche 1987 niederschreibe, sind sie alle schon dahingegangen. Der Dichter, der Sohn, der als Geburtsmitgift wahrhaftig einen Singemund geschenkt bekommen hatte, und auch die Mutter, die ihn gebar. Das handgeschriebene Nussbaumgedicht jedoch habe ich in ihren nachgelassenen Papieren nicht zu entdecken vermocht. Wahrscheinlich hat sie das Blatt allzu sorgfältig verwahrt. In dem gleichen Band Jahresring, den der Kulturkreis im Bundesverband der deutschen Industrie alljährlich herausgibt, stieß ich, zu meiner Überraschung, auf einen zweiten, ungewöhnlich umfangreichen Nachruf, gleichfalls einem im Jahre 1968 verstorbenen Dichter gewidmet, von dem ein anderes meiner Lieblingsgedichte stammt. Als 16-Jähriger schon hatte ich es, zugleich mit einigen Reimereien minderen Ranges, in ein blaues Schulheft geschrieben. Wo ich es gefunden hatte, weiß ich nicht mehr. Als es mir dann, mehr als 20 Jahre später, fast zufällig wieder vor die Augen kam, schien es mir etwas so sehr Ungewöhnliches zu sein, dass es das einzige Gedicht blieb, über das ich jemals einen Interpretationsversuch veröffentlicht habe. Den Namen des Dichters habe ich damals, in der Zeit der Gewaltherrschaft, mit Absicht verschwiegen und sogar vorgegeben, ihn gar nicht zu kennen. Hierdurch und noch durch einige andere Umstände entstand in der Folge einiger Wirbel, der natürlich längst vergessen ist. Die Verse aber und auch der Dichter, den ich, nicht ohne Erfolg, wie sich noch zeigen wird, in die Anonymität abgedrängt hatte, sollen, so viel an mir liegt, nicht vergessen sein. Das Gedicht, dessen Rühmung ich in einer erfundenen Geschichte einigen Freunden und vor allem einer etwas rätselhaften Frau in den Mund gelegt habe, las sich damals so. Zierliche Birke, du neige dich tief in den Himmel hinein, in deine hängenden Zweige kehrt der Abendstern ein. In dem zarten Gehäuse leuchtet er doppelt klar, ein Fisch in himmlischer Reuse, golden und wunderbar. In dieser Gestalt also kam das Gedicht im November 1942 den Lesern der Frankfurter Zeitung zu Gesicht. Tatsächlich aber war es nicht vollständig zitiert, es waren nur die beiden ersten Strophen. Offenbar hatte, auch nach meinem heutigen Urteil, der Dichter die zarte, wie mit dem Silberstift gezeichnete Präzision des Anfangs nicht bis zum Ende durchzuhalten vermocht. Das Besondere an diesen Versen schien mir zu sein, dass der Himmel nicht hoch genannt war, sondern tief, und dass die Birke sich in ihn wie nach unten neigen sollte.
was ich dann in dem Wort vom Abendstern als dem Fisch in der Reuse vollendete, zu dem Bilde einer in die Nacht wie in ein Meer versunkenen Welt. Überall war, wie es in meiner Geschichte die junge Frau mit ihrer ruhig dunklen Stimme als Konklusion formuliert, aller taghellen Umrissklarheit des Gedichtes zum Trotz, das untergründig fließende und geheimnisvolle des Wasserwesens präsent. Schon nach kurzer Zeit schickte mir die Redaktion einige Leserzuschriften ins Haus, worin dem vermeintlich unwissenden Autor nicht nur der Name des Dichters mitgeteilt war, sondern auch der vollständige Text des Gedichts. Überhaupt hatte mein Beitrag offenbar das weithin vergessene Gedicht auch für Leute, die es eigentlich hätten kennen müssen, von neuem in Sichtweite gerückt. So wurde mir berichtet, Theodor Abele, Herausgeber der schönen Anthologie Der Kranz, überlege, ob er es nicht in die nächste Auflage des Buches aufnehmen solle. Ein Hochschullehrer allerdings bezeichnete meine Interpretation insgesamt als Ausfluss unerlaubt mystifizierenden Tiefsinns und legte eine eigene Deutung vor. Doch bemerkte die Redaktion dazu, man habe nicht die Absicht, sie zu drucken. Dagegen wurde, wie ich nebenher durch einen befreundeten Schriftleiter erfuhr, vielleicht doch nicht sonderlich ernsthaft der Vorschlag erwogen, mir generell die Rezension von Gedichtbüchern zu übertragen. Dazu ist es dann glücklicher oder auch unglücklicherweise nicht mehr gekommen. Im Mai 1943, also nur wenige Monate nach dem Erscheinen meines Beitrages, wurde die Frankfurter Zeitung durch Hitler verboten. Mit diesem elenden Regime hatte auch meine Scheu zu tun, den Namen des Dichters zu nennen. Schon wegen seiner frühen, gegen den Krieg gerichteten Verse musste Wilhelm Klemm ein den Machthabern verdächtiger Autor sein. Es ging das Gerücht, er sei aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen worden. So wollte ich auf keinen Fall durch die öffentliche Nennung seines Namens eigens auf ihn aufmerksam machen. Vielleicht war er schon nicht mehr ein freier Mann? An der fast völligen Auslöschung seines Namens aus dem öffentlichen Bewusstsein war freilich Wilhelm Klemm merkwürdigerweise selbst nicht ganz unschuldig. Jahrzehntelang hat er kein Gedicht mehr veröffentlicht. In Kirschners Literaturkalender blieb er lange Zeit einfach ungenannt. Und in einem nach dem Zweiten Weltkrieg erschienenen, Vollständigkeit beanspruchenden literarhistorischen Werk über den Expressionismus stand sogar zu lesen, Wilhelm Klemm sei 1945 gestorben. Er selbst hasste es, Auskunft zu geben über seine Person. Kurt Pintus erzählt in seinem Nachruf von 1969, Wilhelm Klemm habe auf seine Bitte, ihm für die erste 1920 erschienene Auflage des später mehrfach neu, zuletzt 1963 aufgelegten Dokumentenbandes Menschheitsdämmerung, einige selbstbiografische Angaben zu machen, ganze 6 Worte mitgeteilt. Geboren 1881 in Leipzig, lebt dort selbst. In Wirklichkeit hat Wilhelm Klemm aller Beargwöhnung und auch Behinderung durch die Machthaber zum Trotz ein sehr aktives Leben geführt, nicht freilich als Dichter, wohl aber als höchst erfolgreicher Verleger. Nicht nur leitete er nach dem Tode von Alfred Kröner den von ihm gegründeten, durch die blauen Bände der Taschenausgabe jedermann bekannten Verlag, er gab auch aus eigener Initiative die hervorragend ausgestattete, vielbändige Sammlung Dieterich heraus. Von alledem, wie auch von seiner Übersiedlung nach Wiesbaden, erfuhr ich erst um das Jahr 1960. An einem der Dichterabende mit den Essener Lehrerstudenten waren die Verse von der zierlichen Birke, wie auch mein Interpretationsversuch, ausführlich diskutiert worden. Und nun wünschten wir natürlich, die Meinung des totgeglaubten, jetzt aber unversehens wieder erreichbar gewordenen Dichters zu erfahren. Ich schickte ihm also meinen vor fast 20 Jahren erstmals erschienenen Aufsatz zu. Und der inzwischen 80-Jährige antwortete mit einem spontan in breitflächige Handschrift niedergeschriebenen Brief von mehreren Seiten. So genau wie ich habe er selbst das Gedicht noch nie angesehen. Er habe es sogar, horribile dictu, ein wenig missachtet und nun würden ihm durch andere die Augen geöffnet. Vor allem, was die Freundin über den Fisch in der Reuse und das Wasser sage, finde er sehr treffend und überraschend. Er selbst habe das Gedicht in einem Zuge ohne Mühe und ohne Abwägungen niedergeschrieben.
Verwunderlich war mir, in dem Brief kein Wort darüber oder dagegen gesagt zu finden, dass meine Interpretation doch die zweite Hälfte des Gedichtes einfach ignoriert. Diese eigentlich ungehörige Halbierung ist weithin mitvollzogen worden. Und unglaublicherweise hat man sogar meine wohlbedachte Falschmeldung, nicht zu wissen, wer der Autor sei, für bare Münze genommen und als historisches Faktum akzeptiert. Jedenfalls sind in einem für die Schulen bestimmten deutschen Lesebuch wiederum allein die beiden ersten Strophen des Gedichtes abgedruckt, und zwar mit dem Zusatz, der Dichter sei nicht bekannt. 18. März 2017.